Wir stehen vor dem Porsche Museum und ich bin heute der Bachelor, denn ich suche heute mein Herzblatt. Jan-Erik Sloten sucht sein perfektes Match. Wir haben 10 Autos zur Auswahl, die 10 interessantesten 911er. Welcher Porsche wird sein Herz erobern? Ah, muss man mal überlegen. Sie redet mit mir. Ach, schön, ey. Gibt eigentlich nichts Besseres. Einen wunderschönen guten Morgen, 8 Uhr in Stuttgart. Wir stehen vor dem Porsche Museum und ich bin heute der Bachelor. Denn ich suche heute mein Herzblatt, meinen 911er. Wir haben 10 Autos zur Auswahl, die 10 interessantesten 911er werden wir heute zusammen fahren. Es sind auch ein Haufen andere Journalisten da. Das heißt, wir müssen uns irgendwie so ein bisschen durchzwängen. Wir haben Bock, sind motiviert und suchen jetzt mein Herzblatt. The weather call. So. Welcher ist der geilste Porsche? Das will Jan-Erik Sloten heute herausfinden. Der 39-Jährige ist dafür die perfekte Wahl. Denn er ist nicht nur Grip-Experte, sondern auch Porsche-Rennfahrer. Das ist ja heute so ein bisschen mein Traumtag. Ne? Ihr wisst, Porsche ist genau mein Ding. Ich fahre Rennen auf Porsche und freue mich natürlich jetzt heute einfach mal diese Vielfalt genießen zu können, um mir mein Auto auszusuchen. Aber Jan hat bereits eine heimliche Favoritin, die er kennt und zu schätzen gelernt hat. Denn mit seinem Rennstall ist er im GT3 R unterwegs. Deswegen sollte seine zukünftige nah an diesem Rennwagen sein. Und da hat Porsche einen besonderen 911er im Programm. Der GT3 RS ist natürlich mein absoluter Favorit, ja, weil es natürlich am nächsten am Motorsport dran. Und es gibt noch eine weitere Favoritin, die Jan bereits bei Grip getestet hat. Neben dem GT3 RS ist natürlich auch der ST ein unfassbar gutes Auto. Der ist eigentlich fahrtechnisch ein bisschen mehr mein Ding als der RS. Ja? Aber ich glaube, das Gesamtpaket RS passt für mich besser. Aber vielleicht lässt sich der Bachelor doch noch umstimmen. 10 verschiedene 911er geizen nicht mit ihren Reizen. Jan wird die Kandidatinnen im Einzeldate kennenlernen und danach einschätzen, ob das Modell die Chance auf seine einzige Rose hat. Ich begrüße euch an meinem Einzeldate-Tisch. Ich habe hier ein wunderschönes Menü voller schöner 911er. Na, gucken wir jetzt mal, was wir da haben. Da wende ich mich mal direkt an dich, meine Liebe. Ja? Porsche 911 Carrera T, 385 PS, 4,5 Sekunden von 0 auf 100. 291 km/h Topspeed, serienmäßig handgeschaltet, also echte Fahrmaschine, sehr puristischer 911er. Und ja, jetzt werden wir dich mal fahren. Der Carrera T liegt preislich über dem Einstiegs-911er Carrera und geht bei 133.000 Euro los. Die günstigste Lady im Bunde. Unser 911 Carrera T, das erste Auto hier in unserem Speed-Dating. Ja, ich muss sagen, sehr schönes Auto, bisschen puristischer 911er, kommt mit einem Sportfahrwerk, was sehr agil ist, unheimlich viel Spaß macht, natürlich auch ein bisschen tiefer ist als beim normalen Carrera. Wir haben 35 Kilo Gewichtsersparnis, deutlich weniger Dämmmaterial, das heißt besserer Sound. So eine Fahrmaschine, die gehört natürlich hier auf die Landstraße. Da hast du richtig Spaß. Wir haben den Motor aus dem 911 Carrera. Auto ist schön leicht, wendig, agil. Macht schon extrem viel Spaß. Das erste Einzeldate ist vorbei. Was meint Bachelor Jan? Wie ist sie denn, der 911er als T? Carrera T ist halt ein richtiger Elfer, schön puristisch. Ne? Die kannst du auf jeden Fall überall mit hinnehmen, kannst du ohne Probleme deinen Eltern vorstellen. Mit der kannst du Spaß haben, mit der kannst du Pferde stehlen. Immer robust, total solide, die brauchen auch nicht viel, ja? Immer dankbar. Gutes Ding. Zum GT3 RS ist das natürlich so ein bisschen das Ruhigere. So ein, ich würde jetzt nicht sagen Mauerblümchen, ja? Aber so ein bisschen zurückhaltender und etwas solider.
Nur für die Liebe des Lebens reicht solide nicht aus. Für Bachelor Jan ist der GT3 RS immer noch vorne. Jan hat noch 9 weitere Einzeldates vor sich. Willkommen zurück an meinem Einzeldate-Tisch. Als nächstes dürfen wir dich begrüßen, meine Liebe, der Porsche 911 Turbo S, der natürlich mit seinen Reizen nicht geizt, vor allen Dingen mit der Leistung. 650 PS, was vollkommen irre ist. 2,7 Sekunden von 0 auf 100. Stärkste Elfer der ganzen Serie, ist klar. Und ist natürlich einfach ein legendäres Gerät. Ihr kennt ihn alle. Ich freue mich drauf auf meine nächste. Und wer weiß, vielleicht darfst du diese Rose mitnehmen. Der Porsche Turbo S, von Matthias Malmedy gerne auch als der Gerät betitelt, ist vor allem für seine Launch Control bekannt. Und jetzt gucken wir mal. Ihr wisst, Turbo S, der Gerät, Launch Control Start. Das Geile ist auch einfach, dass das Ding einfach schwarze Spuren zieht. Ob du willst oder nicht, wir haben alle elektronischen Helferchen an, weil der beißt so in den Asphalt. Boah, das ist, kann keine. Ne? Trotz 650 PS ist der Turbo S im Alltag gut nutzbar. Wie charakterisiert der Bachelor diese Dame? Der Turbo ist so, die kann halt alles. Ne? Das ist wirklich, ist schon, muss man sich schon echt gut überlegen jetzt. Ne? Also, das ist natürlich ein Sechser im Lotto so ein bisschen. Ja? Eine gute Chance für die Rose vom Bachelor. Aber das waren ja erst 2 Kandidatinnen. Und an die sportliche GT3 RS kommen sie nicht dran. Die nächste geht aber genau in diese sportliche Richtung. Ihr merkt, die Entscheidung wird immer schwieriger. Wir machen jetzt weiter mit der nächsten Schönheit. Porsche 911 GT3. Unfassbar cooles Auto. 510 PS, 3,4 Sekunden von 0 auf 100, 318 km/h Topspeed. Mehr Daily als GT3 RS, definitiv, weil du hast einen Kofferraum, du könntest also auch mal verreisen. Ganz cool für einen Roadtrip, funktioniert aber natürlich auch sehr gut auf einem Trackday und mit Sicherheit auch auf Landstraßen, oder? Kleine Maus, ja? Das gucken wir uns jetzt mal an zusammen. Die kleine Schwester vom GT3 RS. Ob der Bachelor da steil geht? Soundmäßig natürlich sehr, sehr schön. 992 GT3. Der hört sich auch so ein bisschen dreckig an. Tolle Stimme hat sie. Tolle Stimme. Für 193.000 Euro erklingt dieser Sound. Dafür gibt's ein Track-Tool mit Alltagstauglichkeit. Der 911 GT3 ist schon sehr, sehr sportlich. Vorderachse, das Ding lenkt ein. Unglaublich. Also besser als alles andere. Soundtechnisch göttlich. Du hörst alles, wenn du über größere Bodenwellen fährst, dann hörst du die Dämpfer sogar arbeiten. Wir haben Leichtbauverglasung. Das ist alles sehr, sehr, sehr sportlich und macht natürlich auch einfach sehr viel Spaß. RR sitzt im Porsche 911. Das hört sich doch nach einer perfekten Beziehung an. Sieht das auch Bachelor Jan so? Perfekt eigentlich. Aber wir suchen ja nicht irgendwie, wo wir sagen, na ja, da haben wir irgendwie alles, was du brauchst, ne? Sondern nein, wir suchen ja die eine. Und da fehlt es dem GT3 so ein bisschen an etwas. Weißt du, das ist halt so eine hübsche blonde Frau mit blauen Augen. Super. Aber ich suche eigentlich eine hübsche blonde Frau mit braunen Augen. Ne? Bisschen was Seltenes. Weißt du, was ich meine? So. Die nächste Kandidatin, Targa 4S, hat sich besonders schick gemacht. Nach ein paar Kilometern kommt Jans Charakterprüfung. Ich weiß halt nicht, ob ich sonntags Lust habe, eine Dreiviertelstunde auf meine Frau zu warten, weil die sich noch schminken muss und nicht weiß, welche Handtasche sie mitnimmt, wenn ich ja eigentlich nur ein bisschen spazieren gehen will und danach mir vielleicht noch eine Pommes holen will. Also deswegen, hübsch anzusehen, aber ich wollte es nicht zu Hause haben.
Die aufwendige Dachmechanik macht den Targa schwerer als einen Carrera T. Passt die Gewichtsklasse zu Jan? Das ist also ein Elfer, mit dem fährst du zur Oper oder weiß ich nicht, wenn du irgendwie schick essen gehst oder so, da sehe ich das Ding. Ja. Aber ich brauche ein bisschen was Sportlicheres. Beim GTS Cabrio stört genau das Dach, auch wenn es sich bei bis zu 80 km/h öffnet und schließt. Doch Bachelor Jan ist auch hier kritisch. Es ist nichts für mich. Ich mag keine Cabrios, ich mag keine Autos, die offen sind. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist einfach so, ist einfach nicht meine Welt. Als nächstes folgt der Sport Classic und der hat eigentlich gute Voraussetzungen. 550 PS, H-Getriebe, 7 Gang, ist der stärkste handgeschaltete Elfer, den es gibt und macht natürlich schon einiges her. Die limitierte Sonderserie ist außen und innen stark an Modelle der 70er angelehnt. Schön, aber nicht für jeden. Sport Classic, der Name hat es in sich, ist halt so ein bisschen der Klassiker. Ja? Also die Dame hier in dem Fall ist sehr classy, auch wenn wir so wie jetzt gerade im Sportmodus unterwegs sind. Aber mir eine Spur zu klassisch. Ne? Wir brauchen ein bisschen was Wildes. So eine wilde Maus, die mal ein bisschen Rambazamba macht. Der Bachelor ist ganz schön wählerisch. Ob 911T, Turbo S, GT3, Targa oder GTS Cabrio. Bisher ist er nicht komplett in Love. Nach 5 Einzeldates ist für Bachelor Jan der sportliche GT3 RS immer noch Platz 1. Aber wie sieht's mit den nächsten 911ern aus? Jetzt wird's richtig interessant, Freunde. Und zwar Porsche 911 ST. Ich kenne sie bereits. Den bin ich nämlich für Grip schon gefahren. Unfassbare Fahrmaschine, wirklich. Ist der leichteste 911er der Baureihe. Richtig brutales Teil. 525 PS, 3,7 Sekunden von 0 auf 100. Besonderheit ist, der Heckflügel fährt erst bei 120 km/h aus. Da ist nämlich so ein kleiner Gurney-Flap drauf. Das heißt, der Hintern bleibt länger schön. Immer wichtig. LFST ist natürlich super puristisch, richtig ehrliches Auto. Das ist der einzige Elfer mit einer eigenen Lenkung sozusagen. Keine Hinterachslenkung, deutlich leichter in verschiedenen Teilen, wie zum Beispiel Kupplung und ein Massenschwungrad. Allein im Gangwechsel spürst du schon, dass das Ding einfach eine reine Fahrmaschine ist. Wenn du mit dem Gerät unterwegs bist, das macht richtig Laune. Egal ob auf einer Landstraße oder vielleicht auch mal auf einer Rennstrecke. Das ist, glaube ich, schon eine sehr, sehr gute Wahl. Hört euch das an. €292.000 kostet so ein ST. Welchen Charakter gibt's dafür? Das Ding ist halt super ehrlich. Und da wir ja als Bachelor heute auf der Suche nach einer Traumfrau sind, ist natürlich jetzt die Frage, willst du eine Frau, die so brutal ehrlich ist immer? Ja, also willst du schon eine ehrliche Frau, klar, aber ne, da muss man mal überlegen. Schwierige Entscheidung für den Bachelor. Welches Haar in der Suppe findet Jan hier? Einzige Problem ist, limitiertes Auto, 1963 Stück, nicht wirklich viel. Eigentlich ist sie schon vergeben, ja? Aber wer weiß. Moritz 2, im Paradies, in deinen Augen die Galaxie. Könnt ihr das hören? Sie redet mit mir. Sie will es auch. Das ist schon geil. Ja, der 911 ST ist natürlich schon eigentlich der Gerät, wie man so schön sagt. Ne? Also brutales Auto, unfassbarer Fahrspaß. Auch beim Schalten, wenn du langsam schaltest. Ne? Das kann der gar nicht vertragen, weil die Drehzahl so abfällt. Das ist der Wahnsinn. Wirklich ganz harte Konkurrenz für meinen GT3 RS. Ja? Wow, da wird sie natürlich eifersüchtig. Der Bachelor ist richtig verknallt. Doch die Fahrt mit der Favoritin steht später noch an. Es wird immer bunter bei uns. Ja, und satt bin ich auch noch nicht. So, Porsche 911 Dakar, mal was ganz Verrücktes.
480 PS, 3,4 Sekunden von 0 auf 100 und jetzt kommt's. Topspeed, 240 km/h, ist der langsamste Elfer der 992 Baureihe. Aber das ist nicht schlimm, weil der ist ja auch für Offroad gebaut worden und das kann er. Motor aus dem GTS, schöne Basis, schöne Optik. Ich freue mich auf unser Date. Ja, wir beide werden, glaube ich, sehr viel Spaß haben. Jan fährt ein paar Kilometer mit dem Dakar. Welchen Charakter hat der um 50 mm hochgebockte 911er? Sie macht mich schon ein bisschen an. Ist halt so eine Outdoor-Maus. Ja? Also richtig gut, sehr spezielles Auto. Und ich muss sagen, die Fahreigenschaften auf der Landstraße sind vom Feinsten. Trotz dieser Offroad-Reifen und so weiter, gar kein Problem. Kombination Offroad, GTS-Motor und Bügel aus dem GT3 finde ich ja sensationell. Auch hier muss ich sagen, ich kann schon an meinem Herzblatt dem GT3 RS ein bisschen kratzen, ja, weil sie eben so besonders ist. Mit der kannst du Spaß haben, der kannst du Pferde stehlen, egal in welchem Terrain. Und sie hat auch etwas Exotisches zu bieten. Wenn wir schon mit dem 911 Dakar unterwegs sind, dann probieren wir auch mal die Rally Launch Control aus. Wir fahren jetzt hier mal auf den Schotterweg, den habe ich nämlich gerade erspäht. Und da gucken wir mal, ob hier was geht. Die Rally Launch Control beim Dakar ist extra auf losen Untergrund abgestimmt. Zurück auf dem Asphalt geht es in 3,4 Sekunden auf 100 km/h weiter. Reicht das, um Jans Herz zu erobern? 911 Dakar finde ich schon gut. Sie ist ein bisschen süß, weil sie ist der langsamste 911er, den es gibt. Abgeriegelt bei 240 km/h aufgrund der ganzen Offroad-Thematiken und der Reifen. Ja, und ist halt so ein bisschen das Automäuschen. Super aktiv, fährt gerne Mountainbike, geht joggen, geht gerne mit dem Hund spazieren im Wald und so. Ja. So, das ist für mich der 911 Dakar. Ja, ist schon irgendwie auch sehr attraktiv, muss ich sagen. Aber ob sie wirklich an meinem Herzblatt kratzen kann, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich brauche ein bisschen was Sportlicheres. Weißt? Er muss ein bisschen, muss etwas schärfer sein. Und das Herzblatt kommt jetzt. Zwischenstand bisher? Der GT3 und der ST haben Jan am meisten überzeugt. Spannen wir den Bachelor nicht mehr auf die Folter. Hier ist der GT3 RS. Die Favoritin auf die einzige Rose. Ja, Freunde, Porsche 911 GT3 RS. Absolute Waffe, 525 PS, 3,2 Sekunden von 0 auf 100, Topspeed 296. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht so viel, aber es kommt ja auch viel auf die inneren Werte an. Und die sind nicht schlecht, das sage ich euch. Hightech für die Rennstrecke, dank geisteskranker Aerodynamik. Wir haben mehr als doppelt so viel Abtrieb wie beim Vorgänger, also 991.2. Ob der nur auf der Rennstrecke so gut funktioniert oder ob wir auch auf der Landstraße gut klarkommen. Ich freue mich ganz besonders auf dich. Vielleicht ist es ja deine Rose heute Abend. So, GT3 RS. Das ist natürlich der absolute Topschuss. Ne? Das ist die Obergranate, die du mit nach Hause bringen kannst. Da musst du vielleicht dann auch schon überlegen, wie du das deinen Eltern beibringst, ja, je nachdem, was die anhat und so weiter. Könnte das vielleicht ein bisschen schwierig werden. Ja, aus dem Rennsport heraus kannst du nichts anderes machen außer GT3 RS. Gerade hier das Ding, 525 PS, Schaltpedals wie im Cup-Auto, unglaublicher Sound. Das Ding geht um die Ecke wie sonst was. Mehr als doppelt so viel Abtrieb wie der Vorgänger, 860 Kilogramm. Muss man sich mal überlegen, 860 Kilogramm hier auf die Bauteile drücken. Downforce ist der Anpressdruck, der entwickelt wird durch den Luftstrom und dieses Auto wird mit 860 Kilogramm an die Erde gedrückt. Ja, so, das ist also unvorstellbar. So viel Downforce bei einem normalen Straßenauto gibt es sonst eigentlich nicht. Also da musst du schon in den Hypercar-Bereich gehen und da wirklich das wildeste Ding auffahren.
Und da ist dieses Teil natürlich ganz vorne. Und gerade jetzt hier, so wie der hier steht, auch in diesem wunderschönen Signalgelb, da muss ich sagen, haben die anderen es schon extrem schwer. Ab 248.000 Euro geht's los. Aber aufs Geld wird heute nicht geschaut. Es geht ja um die Liebe des Lebens. GT3 RS ist natürlich für solche Straßen hier genau das Richtige. Du wirst da schön angeschrien. Ja, der GT3 RS ist halt eben die Frau, wo du ganz genau weißt, ja, mit der hast du Stress. Mit der wirst du auf jeden Fall Stress haben. Die wird dich an deine Grenzen bringen. Der Belastbarkeit sozusagen. Aber es ist halt auch die interessanteste, die schönste, vielleicht auch die verrückteste und eigentlich die, die du da am Ende des Tages haben willst. Wow! Bei so einem Sound und so einer Performance ist der Grip Bachelor fast schon überzeugt. GT3 RS, ja, was soll ich sagen? Die ist es eigentlich. Schlechte Karten für die anderen tollen Ladies. Aber im letzten Einzeldate wird's dann doch noch mal hart für unseren Bachelor. Es folgt ein Wiedersehen mit einer alten Bekannten. Porsche 911 GTS. Es ist sozusagen meine Ex. Ja, hatte ich schon 20.000 Kilometer, dieses wunderschöne Auto. Sehr schön. 480 PS, 3,4 Sekunden von 0 auf 100. 311 km/h Topspeed. Leistungsmäßig, wie auch das Cabrio, quasi die Vorstufe vom Turbo S, nur eben jetzt als Coupé. Und das gucken wir uns natürlich jetzt mal ganz genau an. Ne? Ich hoffe, du hast Durst mitgebracht. Ja? In dem Fall Super Plus. Ich freue mich. Könnte es ein möglicher Neuanfang für Bachelor Jan mit seiner Ex GTS werden? Porsche 911 GTS. Das ist aus meiner Sicht eigentlich der Elfer, den man fahren muss, wenn man einen Daily Driver braucht. Ich bin dieses Auto selber lange gefahren. Wenn du den Hecktriebler hast mit einem 90-Liter-Tank, fährst du 1000 Kilometer mit einer Tankfüllung. Unfassbares Auto, wirklich super gut. Jan kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Das Gute beim GTS ist halt auch, dass du wirklich einen extrem sportlichen Elfer hast. 480 PS, das Ding funktioniert richtig gut. Nicht nur als Daily Driver oder Allzweckwaffe, nee, auch auf der Autobahn oder auf Landstraßen bist du mit dem Ding einfach richtig gut angezogen. Sieht natürlich jetzt auch hier in dem Python-Grün sehr schön aus. Der Bachelor lässt sich regelrecht verführen. So, Freunde, Tunnel. Machen wir natürlich mal einen kleinen Soundcheck. Ja? Ist ja klar. Also, das ist schon geil. Was habe ich gesagt? Das ist geil! Das ist einfach geil! Habt ihr das gehört? Ach, schön, ey. Der Bachelor ist in love. Kann die Ex seiner neuen Flamme GT3 RS gefährlich werden? Meine Mutter hat immer gesagt, Junge, aufgewärmter Kaffee schmeckt nicht. Also eigentlich muss man die Finger davon lassen. Aber ich muss sagen, du weißt natürlich auch, was du kriegst. Ja? Ultra solide, schnell, komfortabel, du kriegst alles da rein. Gibt eigentlich nichts Besseres. Die Entscheidung steht an. Für Bachelor Jan war es ein tolles Speed-Dating mit vielen Erlebnissen und tollen Eindrücken. Doch welche 911er Dame hat den größten Eindruck beim Bachelor hinterlassen?
Ja, Freunde, der lange Tag der Rosen hat ein Ende gefunden. 12 Stunden Dreh von heute Morgen 8 bis heute Abend um 8. Es war ein tolles Erlebnis, einfach mal alle 911er zu fahren und auszuprobieren. Du hast noch mal einen ganz anderen Eindruck, weil du einen direkten Vergleich hast, den du sonst nicht hast. Wir sind zum Beispiel schön 911 ST gefahren. Unfassbares Auto, das ist sehr speziell, ist fast schon ein Rennauto für die Straße. Richtig geil gemacht, sehr puristisch, der ehrlichste 911er, den es gibt. Dann sind wir gefahren den Dakar. Unheimlich cooles Auto. Das Ding kann genauso viel wie ein Buggy. Dann die Allzweckwaffe Turbo S. Ist natürlich unfassbar kraftvoll. Power ohne Ende. Aber das Ding ist mir zu rund gelutscht. Das kann alles. Der kann fahren wie ein Golf. Der kann racen wie ein Porsche. Das ist mir dann nicht speziell genug. Und deswegen bleibe ich bei meinem Favoriten, dem GT3 RS. Unheimlich schönes Auto und für mich als Rennfahrer genau das Richtige. Deswegen, Schatzi, für dich die Rose. Ruh dich noch ein bisschen aus und gleich reiten wir gen Sonnenuntergang. Einige Wochen später hat Bachelor Jan tatsächlich seine neue Herzensdame im Porsche-Zentrum abgeholt. Eine Liebe in Gelb und Lila. Hoffentlich für die Ewigkeit. Hat euch dieses Video gefallen? Dann gebt uns ein Like, abonniert uns, aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Hier kannst du die Folge von letzter Woche anschauen. Wenn dir das Video jetzt gefallen hat, dann interessiert dich bestimmt auch dieses Thema hier.